Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Alvip Bestwin. Wir sind weiter auf der Suche nach der Silbergarde. Hallo Hildibrand. Die lässt sich aber Zeit, die Silbergarde. Herr Hildibrand, sieh nur. Die zwei da vorne schauen schon eine Weile in unsere Richtung. Die Waffenröcke, die Lanzen, die machen noch jemand auf Azurgarde. Die zwei waren von der Silbergarde, da habe ich keinen Zweifel. Sie haben den Braten gerochen und die Flucht ergriffen. Los, hinterher! Ah, okay, wir müssen nach Travania. Ins Akademieviertel, okay. Wir haben sie. Sie haben sich da vorne zwischen den Felsen versteckt. Silberkreise, das Spiel ist aus. Kommt raus mit erhobenen Händen und Füßen. Ich bin Ola, Bezwinger der Brut, stolzer Drachenreiter der heiligen Stadt Ishgard. Und ich bin Gonspart, Heiliger im Dienste der Garde. Es gibt keine Krankheit, keine Verletzung, die ich nicht heilen könnte. Wir sind die Silbergarde. Silber in den Haaren, Gold in den Zähnen, Blei in den Gliedern. Bei einer Metallurgilde wären die besser aufgehoben. Betrüger, ihr habt die gutgläubigen und großherzigen Damen der Ishgarder Adelswelt um ihre mühsam ererbten Gil gebracht. Niemand entkommt der messerscharfen Kombinationsgabe, dem todsicheren Spürsinn und dem untrüglichen Gerechtigkeitsempfinden des kongenialen Kriminologen Hildibrand Manderville. Gesteht eure Schandtat und lasst euch in Ketten legen. Der Jungspund hat eine ganz schön große Klappe. Ich werde ihm zeigen, was die sogenannte ältere Generation so drauf hat. Bei der Macht der Silbergarde, wir haben die Kraft! Oh, das tut gut. Ein bisschen winterliche Höhenluft und die morschen Knochen erinnern sich an tollkühne Heldentaten. Ich kann es mit jedem dieser jungen Krieger aufnehmen. Der Würmorden des blauen Drachen. Das war immer Großmutters Lieblingsstoß.
Großmutter. Da bin ich wohl etwas zu hoch gesprungen. Warte auf mich, ich bin noch nicht so weit. Dieses wohlige Gefühl. Großmutter, öffne deine Arme, ich komme. Roland? Liebe Anwesenden, wir tragen hier einen ganz großen unter den Männerhebern zu Grabe. Der Sprung war meisterhaft, dem Menderville-Männerheber zumindest ebenbürtig. Bei der Macht der Silbergarde, wir haben die Kraft. Seine Zehen zucken noch. Heiler, ans Werk, schnell, da ist noch was zu retten. Jetzt zählt jede Sekunde. Ach, du meinst mich? Knispel, Knaspel, Knaster, Wunden, Wurz und Pflaster. Wie ging es nochmal weiter? Gleich weiß ich es wieder. Ach ja. Abracadabra, Abracabretta, Wirbelwind und Donnerwetter. Windrad, die... Jo. Ein Angriffszauber? Du seniler Kurpfuscher, hast ihm den Rest gegeben. Au, au, au. Mein Nacken. Mein sehniger, hochsensibler Nacken. Ihr lebt? Wie ist das möglich? Ihr müsst mit einem ganzen Arsenal an Drachenaugen ausgestattet sein, um den Würmodem des blauen Drachen unbeschadet überlebt zu haben. Alter schützt vor Torheit nicht, wie es scheint. Und vor Strafe übrigens auch nicht. Im Namen der Heiligen Inquisition, du bist verhaftet. Keiner rührt den ehrhaften Orland an. Oder dem Knirps hier wird es schlechter gehen. Gigi! Du bist doch das holde Fräulein. Du bist doch das holde Fräulein und die betagte Schatzsucherin. Weder noch. Ich bin Doris, die Hexe mit den 1000 Gesichtern. Die
Hexe mit den 1000 Gesichtern, dass ich nicht lache. Wenn ich mich alles täuscht, hatte sie immer das gleiche ranzige Gesicht. Ich glaube, ich weiß, was hier gespielt wird. Die Alte hat sich verkleidet und uns eine Geschichte aufgetischt, um uns herzulocken. Ganz richtig. Die Herren sind nicht mehr so gut zu Fuß. Da musste ich mir etwas einfallen lassen, um euch hier hinzuholen. Die betrügerische Benefizveranstaltung war nur ein Vorwand, um den Kriminologen aus der Versenkung zu holen. Mitsamt seiner magischen Marionette natürlich. Spuck es aus, Hexe! Was habt ihr mit Gigi vor? Die Marionette wird uns unsere Jugend zurückgeben. Eine Rauchbombe! Sie fliehen! Wenn man es so nennen kann. Papa! Gigi! Hab keine Angst, dein Vater wird dich retten! Wie konnte ich nur so unvorsichtig sein? So vertieft war ich in die Ganovenjagd, dass ich Gigis Sicherheit vollkommen vernachlässigt habe. Was bin ich nur für ein Rabenvater? Aber ich werde alles wieder richten und Gigi retten. So wahr ich Helibrand Helidor Maximilian Mandeville heiße. Aber wir wissen ja gar nicht, wohin die Silbergarde geflohen ist. Besonders gut zu Fuß waren die Greise nicht. Sie müssen noch irgendwo hier im Akademieviertel sein. Wer sucht, der findet. Auf geht's. Suchen wir die Marionettenentführer. Je schneller die Posse zu Ende ist, desto besser. Und was ist, wenn wir wieder auf wegelagerte Goblins treffen? Frau Julian, warten Sie auf mich! So, die sind noch hier irgendwo in der Gegend. Genau, dahin. Nun denn. Ach, da sind sie ja schon. Da sind die Silberkreise. Sieh nur, wie Gigi leidet. Es bricht mir das noble Herz. Wie bekommen wir Gigi denn nur aus diesem Käfig heraus? Da! Einer der Betrüger hat sich entfernt. Das ist unsere Chance. Wir knüppeln ihn von hinten nieder und pressen Gigi mit ihm frei. Ein klassischer Gefangenenaustausch. Langsam, langsam, Sir. Einen Senioren von hinten niederzuschlagen ist nicht gerade die feine Art. Etwas mehr Noblesse, bitteschön. Erwib, du verfolgst den Greis und nimmst ihm seine Rüstung ab. Aber nicht mit trister Gewalt, sondern mit der Noblesse eines Chevalier, wenn ich bitten darf. Aber das ist doch... Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Also gut, du bist der Experte. Tja, so langsam wirst du zu einem wertvollen Teammitglied. Devot und folgsam. Pass nur auf, Erwe bekommt das schon hin. Also gut. Dann gehe ich mal zu Orland. Ja, einfach mal hier ein paar Schritte weiter entfernt ist. Aber wo? Da. Du
du da? Du musst mir helfen. Meine Nackenschmerzen bringen mich um. Jede Bewegung ist eine Qual und dazu noch diese nässenden Ekzeme vom ewigen Rüstung tragen. Kennst du denn keinen, der mir helfen kann? Jemand, der Erfahrung hat im Umgang mit sensiblen Patienten? Du hast als Hofmasseuse in einem Ischgarder Adelshaus gedient und mit deiner sanften Finger eine ganze Garnison kampferprobter Dragoons bearbeitet? Na, dann mach dich mal ans Werk! Schnell, hilf mir aus diesem schweren, scheuenden Brustpanzer. Alleine schaffe ich's nicht. Früher hat mir meine liebe Großmutter immer damit geholfen, aber seit sie verstorben ist, habe ich die Rüstung nicht mehr ausgezogen. Ah, allein das ist schon eine Lösung. Jetzt ganz sanft passieren bitte und vorsichtig mit den Ekzemen. Sie platzen ständig auf und eitern. Ich soll dem jetzt wirklich die Schultern massieren? Ja. Ach, na gut. Ah, das tut so gut. Du hast die Finger meiner Großmutter. Mach weiter, Großmutter. Hör nicht auf. Großmutter, du bist so gut zu mir. Nimm mich in deine Arme. Orland ist eingeschlafen. Das ist deine Chance, ihm auch den unteren Teil seiner Rüstung abzunehmen. Orland schläft tief und fest. Bring die Rüstung zu Hildebrand, bevor er aufwacht. Na gut, mach ich. Hast du die Rüstung von dem Tatterkreis bekommen? Auf die noble Chantelart, ohne ihn gleich zum Zombie zu machen? Ja, habe ich. Gute Arbeit, Albe. Den Rest könnt ihr dann getrost mir überlassen. Ich bin ein Meister der Verkleidung und Täusche. Gigi ist quasi bereits gerettet. Das klappt doch nie. Du siehst diesen Orland nicht im geringsten ähnlich. Es geht nicht nur um das Aussehen. Das Auge lässt sich leicht täuschen. Als Meister der Maske verstehe ich es, perfekt mit der Identität einer Person zu verschmelzen. Wenn ich Orlands Verhalten, seine scheinbaren Angewohnheiten, seine Stimme und, wichtiger, seine Sprechweise bis ins kleinste Detail imitiere, wird niemand einen Verdacht hegen. Wart's nur ab. Warum gehen wir nicht weiter? Hast du es schon wieder vergessen? Wir warten auf Orland. Er zuckt wie immer so komisch mit den Schultern. Dann ist er verschwunden. Hoffentlich taucht er bald wieder auf. Ich habe keine Lust, ihn suchen gehen zu müssen. Das letzte Mal habe ich ihn mit einem Goblin-Banditen verwechselt und ihm eine ordentliche Tracht Steiner verpasst. Man ist ja auch nicht mehr die Jüngste.
Halli, hallo, treue Freunde der Silbergarde. Euer Orland, euer Orland ist zurück. Ist übrigens nichts passiert auf meinem kleinen Spaziergang. Weit und breit keine Spur von dem galanten Meisterkriminologen und seinen liebenswerten Freunden. Das war's, er hat's verbockt. Das wurde ja auch Zeit, wir wollen weiter. Was? Die Alte merkt nichts? Das gibt's doch nicht. Die sind ja wirklich alle scheintot. Also los, es wird Zeit, dass wir unsere Jugend zurückbekommen. Einen Augenblick, holdes Fräulein. Den armen Racker in so einem engen Käfig zu sperren, ist aber nicht gerade die galante Art. Was machst du da? Hat dich wieder der Alterswahnsinn gepackt? Sperr die Marionette zurück in den Käfig. Der läuft nicht weg, wetten? Pass mal auf, ich mach mit dem Gentle-Tracker jetzt einen kleinen Spaziergang. Nur er und ich. Dann wirst du es ja sehen. Ich fress einen Schokobobesen. Er hat Gigi befreit. Er hat die Alte tatsächlich getäuscht. Kunststück. Die ist so senil, die erkennt sich doch nicht mal selbst im Spiegel. Mein Nacken fühlt sich so geschmeidig an wie der eines Damels. Aber es ist ein wenig kühl geworden, wenn ich mich nicht täusche. Und ich bin so schläfrig. Nanu? Warum trägt der meine Rüstung? Die trag doch sonst immer ich. Vielleicht bin ich ja gar nicht ich, sondern jemand anderes. Das würde die Sache mit der Rüstung erklären. Und auch den geschmeidigen Nacken. Aber wenn ich nicht ich bin, wer bin ich dann? Dreckiger Goblin-Bandit! Au! Was ist denn in die gefahren? Hat die wieder ihre Ginsenknolle nicht genommen? Sohnemann, es wird Zeit für uns, diese lustige Gesellschaft zu verlassen. Fast verklickt. Halt, Vivi! Gigi, was ist? Vivi, ich erinnere mich. Das ist mein... Ja, richtig, das ist dein Name, Vivi. Du bist eine magische Marionette, geschaffen von dem Schalayaner Magier Quan.
Quan? Quan? Quan! Großvater! Ups. Viel zu einmal zu schnell gedrückt. Du hast einen Großvater? Du hast einen Großvater? Noch einen Großvater? Ich kann mich wieder erinnern. Quan hat mich erschaffen. Er war sehr nett zu mir und ich habe ihn Großvater genannt, weil er doch so nett zu mir war. Aber eines Tages ist Großvater von mir gegangen. Deine Kraft war unvollkommen. Deswegen konntest du ihm nicht helfen, ihn nicht verjüngen. Und deswegen ist er gestorben. Gigis Kraft, Gegenstände in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, ist eigentlich ein Verjüngungszauber? Eine Kraft, die Zeit umzukehren? Darf man auch fragen, woher du das alles weißt? Das kann man alles nachlesen in den Büchern der großen Kubal-Bibliothek. Tage und Nächte lang haben wir die Regale dort durchstöbert, nach einem Geheimnis, nach irgendeiner Methode, um uns unsere Stärke und Jugend wiederzugeben. Wir mögen in die Jahre gekommen sein, aber wir waren respektierte Ritter einer Ishgarder Elite-Einheit und haben viele Schlachten im Drachenkrieg gekämpft. Der Drachenkrieg ist jetzt Geschichte und mehr noch, man zweifelt an seiner Legitimität. Die ehemaligen Kriegshelden sind in Verruf geraten. Niemand schenkt den Verteidigern der Freiheit von gestern heute noch Respekt. Doch in einem der Lehrbücher der Magie stießen wir auf einen Hinweis. Wir lasen von einem Zeitzauber, der Dinge in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen kann. Und von einer Marionette, die mit diesem Zauber ausgestattet war. Die rätselhafte Kraft der Marionette ist also wirklich ein Zeitzauber? Das klingt höchst verdächtig. Das klingt nach Heresie. Als wir davon hörten, dass in den Schneefeldern von Kartas eine magische Marionette gefunden wurde, die ihr Gedächtnis verloren hat, wurden wir neugierig. Es war ein leichtes, euch zu finden und zu folgen. Ihr habt ja halb Ishgard verrückt gemacht bei eurer Suche nach dem Gedächtnis der Marionette. Wir haben euch beobachtet und wurden Zeuge, wie die Marionette den Krug heilte. Vivi, deine Kraft ist nicht vollkommen, aber wenn du mit uns kommst, werden wir einen Weg finden, sie vollkommen zu machen. Dann kannst du uns unsere Jugend zurückgeben. Und du wirst Quan zurückholen, Vivi. Du wirst deinen Großvater wiedersehen und mit ihm in seiner Höhle wohnen. Ist das nicht dein sehnlichster Wunsch? Großvater. Hör nicht auf sie, Gigi. Niemand kann die Toten zurückbringen. Niemand kann sie die zurückholen, die Halone zu sich gerufen hat. Alles andere wäre Heresie. Gigi, wir haben jetzt ein Haus mit einem wunderschönen Türschild. Bleib bei Nashu und mir. Und wir werden zusammen dort wohnen, als die nobelste Chevalier-Familie von Frohe Halde. Papa, es tut mir so leid. Ich muss Großvater Quan wiedersehen. Du wirst ihn doch nicht einfach so gehen lassen. Hinterher! Nein, lasst ihn gehen. Ich hab's gewusst. Es war alles nur ein kleiner Abstecher ins Erwachsenenleben. Aber jetzt ist mein Hildi-Baby wieder ganz der Alte. Komm, wir gehen nach Hause. Ich sehe die Dinge jetzt ganz klar, Mama. Ich hab mich deinen innigsten Wunsch widersetzt, unser Haus verlassen und bin meinen Weg als Kriminologe gegangen. Jetzt widersetzt sich Gigi meinem innigsten Wunsch und glaubt, seinen Weg gehen zu müssen.
Aber der Kleine ist offensichtlich geistig verwirrt und benötigt die Führung eines starken Vaters. Niemand kann die Toten zurückholen, wenn man mal von unseren Freunden den Gentle-Zombies absieht. Mama, du musst dich noch ein bisschen gedulden. Ich muss meinem Sohnemann zur Seite stehen. Ich werde Gigi zurückholen. Aber auch du musst dich noch etwas gedulden, Sir. Wir werden Gigi nicht sofort verfolgen. Er ist den Silberkreisen aus freien Stücken gefolgt. Und wenn wir ihn jetzt mit Gewalt nach Hause bringen, machen wir alles nur noch schlimmer. Ich werde dir helfen. Aber gib mir dein Chevalier-Ehrenwort, Gigi und die Silbergarde nicht auf eigene Faust zu verhaften. Gut, du hast mein Wort. Alleine kann ich ja doch nichts ausrichten. Na Schu, meine treue Assistentin, wir werden in unser neues Zuhause zurückkehren und uns eine geeignete Strategie überlegen, wie wir Gigi zurückerobern können. Und ich dachte, die Krise wäre überstanden. Ich frage mich, ob da etwas dran ist an diesem Verjüngungszauber. Ich weiß nicht, ob die Dinge so laufen, wie ich möchte. Eine Verhaftung habe ich nicht vorzuweisen, weder von einer heretischen Zaubermarionette noch von einer Betrügerbande. Aber dieser Zeitzauber konnte für die Inquisition von großem Interesse sein. Besser, ich bleibe am Ball. Fürs Erste werde ich nie aber nach Ishgard zurückkehren. Mir graut es davor, wenn ich an die lange Reise denke. Gut, dann geht's zurück nach Ishgard. Hallo Erlwib. Bist du hier, um zu sehen, ob ich gut angekommen bin? Das ist sehr nett von dir. Es gab ein paar Vorkommnisse, aber nichts, was nicht mit einem gelassenen Sprint und einem beherzten Sprung über eine Klippe zu lösen gewesen wäre. Ich werde nun erst einmal versuchen, auf eigene Faust etwas über diesen Zeitzauber herauszufinden. Und ich habe auch schon eine Idee, wo ich damit anfangen werde. Die Asservatenkammer der Inquisition quillt förmlich über mit ketzerischen Schriften über verbotene Zauber. Dort sollte sich ein Hinweis finden lassen. Vielleicht finde ich auch etwas, das Gigi entlastet, wenn ich ehrlich bin. Bin ich nicht mehr besonders erpicht darauf, ihn der Häresie zu überführen, aber wir werden sehen. Ich danke dir jedenfalls, dass du mir in dieser Sache geholfen hast. Wenn ich etwas herausgefunden habe, melde ich mich bei dir. Bis dahin, möge Halone dich beschützen. So, das wär's wieder für diesen Patch mit Hildebrand. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut!